Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Le- nicht Zelda. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. So, jetzt habe ich's. Ja, ich bin gerade etwas frustriert, dass ich habe gerade Dschungelfilm geguckt. Ja, ich gucke RTL. Huldigt mich, steigt mich. Ich als Gamer mal RTL, was fu. Ja, aber früher am Pokémon nachts die Gewässer um Oliviana City halt. Der Leuchtturm wurde errichtet, um diese Pokémon zu ehren. Ja, und das ist eigentlich meine zweite Aufnahme. Irgendwie hat Camtaser die Aufnahme geschluckt und deswegen habe ich die nicht mehr. Die Leute kommen zum Leuchtturm, um zu trainieren. Aufgrund der vielen Trainer ist es nicht einfach, sich bis ganz nach oben durchzukämpfen. Auch da gibt es ein paar Cheats, Glitches und so und ja. Ja, was ich noch sagen würde, was ihr jetzt seht, also diese 360p, ich werde das wohl nicht mehr höher rendern, weil es gibt den Grund, dass es eigentlich nicht so viel wirklich Zeit beansprucht. Dies ist kein Ort für Kinderspielchen. Ja, dass es eigentlich nicht viel mehr Unterschied macht, wenn ich jetzt 360p oder HD nehme. Klar, die Ränder sind nicht da, aber ihr könnt es auch auf Vollbild gucken, dann sind die Ränder auch nicht da. Ja, und wie ich meine Abonnenten kenne, manche gucken echt nicht hin. Ja, na gut, dann gehe ich mal einfach von mir aus, weil ich gucke eigentlich fast nie Let's Plays zu. Weil es einfach, ich programmiere einfach ein Spiel weiter oder bin an Minecraft spielen, ja, ich spiele Minecraft, aber nein. Die Kamera unterstützen. Moment, jetzt muss ich mal in den Tüten. So. Ich habe vielleicht unterschmeißen. So. Die Attacke ist sehr effektiv. Na, du machst mir Angst, Kamera, du wirst nicht runterfallen. Attacke ist sehr effektiv. Leon setzt Bodencheck ein. Bodycheck. Nicht Bodencheck. Gipfelcheck Boden. Oh nein, Hypnose. Leon pennt und schläft tief. Pokémon. Flug. Bräuchten einen Kampf. Ach, Fleckmann, mach du das mal. Ich glaube nicht, dass es Kampf ist, aber was soll's? Los, Fleckmann! Schnabel! Vorzüglich! Mach du vorzügliche Attacke! Doch! Serviere mir mein bisschen Heule! Dann spritze ich dich nasch! So, Schnabel! Vorzüglicher Schnabel! Jo, und ich kann den Bildschirm verschwimmen machen! Gegen Noctu. Leon erhält 346 EP-Punkte. Dillam. Gentleman, Howard wohl besiegt. Ach, ich sehe, du meinst es ernst. Ja, und wie ich das ernst meine, dass wir eventuell. Ja, halt's Maul. Hat die gerade Puppe gesagt? Alter, ich bin ein Junge. Ich bin kein Mädchen. Ich brauch keine Puppen. Puppen sind voll krass langweilig. Seefahrer scheuen keine harte Kämpfe. Das glaube ich dir gerne nicht. Aber ich spiele mal ein wenig. Nepomuk setzt Quatsch ein. Ja, ich finde Quapo cool, obwohl das, eigentlich sieht das nicht viel anders aus als Quapuzzi. Die sehen sich ziemlich ähnlich. Hallo, warum bist du gekommen? Bist du zum Gaffen hier? Es ist besser, du gehst. Ich dich angaffen wollen. Mann, das Spiel wird immer perverser. Ich glaube nicht, dass unsere Assattacke hilft. Intensität.
Okay, du hast sehr viele keine Hobbys. Mit keine Hobbys meine ich, dass du sehr viele Taubes gefangen hast. Wir werden uns jetzt gegenseitig wegschubsen. Und noch ein Taubsi. Wer hätte es erwartet? Und das letzte, ist es Taubsi oder Dörtöpsi? Hätte auch Schaburger sein können, hätte es zumindest einen Trumpf gehabt. Immer diese jungen Männer. Du sorgst dich wirklich. Bam, 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 bam. Bin ich froh, dass es in diesem Hallo! Dass es in diesem Turm keine Pokémon gibt. Ich bereise die Welt, um meine Pokémon zu trainieren. Ich möchte mit dir kämpfen. Felix, setz Vulcano ein. Aber jetzt können wir natürlich jeder setzen. Diese Attacke ist sehr effektiv. Bam, 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 Gentleman. Felix möchte noch einmal Vulcano einsetzen. Ich finde Vulcano bzw. Arcani sind ziemlich coole Pokémon. Ich würde auch gerne mal eins haben, obwohl ich habe ja schon einen Hint. Hallo. Dam, 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 dam. Jasmine ist die Arenaleiterin in dieser Stadt. Ich möchte, dass sie mehr mit mir zurückkommt. Es ist besser, niemand stellt sich mir in den Weg. Doch ich. Und ich werde dich. Ramona. Ramona, Ramona. Oh, das war heftig. Das war verwirrt. Aua. Ich hab dir aber besiegt. Oh, meine Pokémon. Du hast mir die Pokémon voll in meinen Magen gerammt. Das tut weh. Kannst du wieder haben. So. Hallo. Jasmin muss krank vor seinem das Pokémon hier sein. Man sieht sie momentan nicht einmal lächeln. Laktose Ferdinand. Setz Krabi ein. Und wir setzen Konfusion. Konfusion. Krabi ein. Nein. Ich möchte wechseln. Das ist nicht effektiv. Nein. Ich habe im Moment auch nicht zu lachen. Ja, wenn du dich so fertig machen lässt von mir. So. Klack. Hallo. Wir fliegen ziemlich hoch. Meine Vogelpocken sind in Bestform. Wie sollt ihr in einem Turm fliegen können? Erklär mir das. So. Aua, sie fleckt mir tot. Na, überleben wir den Kampf nach oben. Cherox erreicht Level 26. Vogelfänger setzt Habitat ein. Möchtest du tauschen? Nein, dich aus. Dich aus, Junge. Ups, sie sind abgestürzt. Haha. So. Hier waren wir denn. Pokémon. Sonderbam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam. Ding. Sonderbam wurde gefangen. Möchtest du Sonderbam einen Sonderbam einen Spitznamen geben? Der am 34 ist. Was ist denn hier im 34? Angeberei. Ach, Angeberei braucht niemand. Wir gehen ja nicht vor unseren Pokémon an. Das ist nicht okay. So. Hallo. Ich glaube, hier müssen wir runterspringen. Ja, wir liegen hier richtig. Der Matrosen sind nett und stark. Wie bist du? Stark und lieb. Pokémon My Sound Lied. Blubber mich nicht weg, du. Du bist auch nett und stark. Ich bin stark und fies, weil ich deine Pokémon in den Abgrund geschubst habe und sie dann
Steine runterklären lassen habe. Und ja, also halt so, nicht? Hallo! Ich hatte vor, gegen Jasmina zu kämpfen, aber sie ist nicht da. Wie wäre es mit dir? Nein. Oh, Cornelius hat ein Wacholo. Volltreffer. Matrose Cornelius, jetzt Quapuzzi ein. Quapuzzi wird in den Kampf gesetzt. Wird in den Kampf gesetzt, versteht die? Also man nimmt ihn, schmeißt ihn hin und dann hat man ihn gesetzt. Er erreicht Level 27. Bam, 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 bo, du hast mich bewältigt. Mein Teil wurde nach Hause geschickt. Nein. Wing findet Superschutz. Total überfällig. Superschutz. Klack, klack. Wir sind oben. Yay. Bam, 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 bam. Oder ist der Puffel? Das ist ein Pokéball. Ich bin ein Pokéball. Pokéball haben wollen. Tun, tun. Wing findet den Supertrank. Nein. Dieses Pokémon hat das Meer immer erleuchtet, weil plötzlich wurde es krank. Ich schnapp nach Luft. Ich weiß, dass es eine gut sortierte Apotheke in Anemone City gibt. Aber dafür musst du über das Meer. Und ich hatte Amphi nicht, um worauf sie sich zurücklassen. Vielleicht könntest du sie Medizin für mich besorgen. Bitte. Sonst stirbt es. Es hat Probleme mit der Atmung. Ah, oh, dann wird es bestimmt in Lavandia wild. Newclack. Und Newclack. Und Newclack. Und Newclack. Und Newclack. Und wir sind unten. New. Dann wollen wir mal. Erstmal nehmen wir hier. Ja, wir haben Zephyr schon gekriegt. Der haben wir jetzt aktiviert. Jetzt Zephyr, ich darf ein Pokémon beibringen. Ja, gerne. Ich gebe es einfach mal Happy. Ich kenne Zephyr. Oh, okay. Da war jemand schneller als ich. Nein, super. Dann können wir gleich in eine andere City fahren. Auf einem Pokémon. Guten Abend. Du bist spät dran. Wir kommen in Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Dann wollen wir mal den Pokémon werfen. Auf die Karte gucken. Karte gucken. Danke. Oliviana City-Leuchtung, Route Studeninsel, Route. Okay, wir müssen das noch runter, verstehe. Die See ist ruhig, möchtest du Surfer einsetzen? Ja, wir surfen dir weg. Auf einem Lapras. Ah, hallo. Gehst du noch an der Mona City? Wie wäre es erst mit einem kleinen Kampftraining? Wenn du verstehst, was ich meine, auf hoher See. Dam, 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 da, da. Okay. Die Kete will kilten. Los, Leon. Leon, Leon. Bori. Das greift zuerst an. Autsch. Nee, 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 nee. Attacke ging daneben, verdammt. Stopp. Du bist nett. Ich mag dich nicht. Ey! Ich starre das Pokémon gerade die ganze Zeit an. Nein, das war dumm. Das war dumm. Ja. Das kommt einfach nicht überlegt. Diesmal habe ich verloren. Aber du hast durch Dummheit das Träumen in der Pokémon bekommen.
Oh, Tintara. Tentakel ist cool. Hallo! Ich habe keinen Schwimmerreifen. Ich halte mich mit einem Wasser-Pokémon. Und was ist, wenn man die Wasser-Pokémon wegnimmt und sie woanders hinstellt? Was macht ihr dann? Wo ich fühle mich so schwindelig, dann geh mal lieber da runter. Hey, ich bin besser. Gut einfühlt sich. Dann mal. Dann halt nochmal. So, ich bin immer noch verdrückt. Das Wasser ist schön warm. Ich bin also sehr locker und natürlich tritt ich gegen die an. Du hast ins Wasser gepinkelt, Pavel. Ich dachte, das waren nur kleine Kinder. Pentarau. Da kommt ein Neue Generation noch nicht kennengelernt hat. Da ist ein Pokémon, das sieht aus wie ein Schwan. Und deswegen, das heißt Piccolini. Nein, das heißt Picolenta, aber ich nenne es immer Piccolini. Und dann hatte ich immer voll Hunger, wenn ich das. Oh, jetzt habe ich schon wieder Hunger auf Piccolinis. Manu. Mantax. Will Mantax haben. Habe ich eigentlich bisher die meisten Pokémon gefangen? Das kann ja nicht dauern. Ich werde es Mantax haben. Mantax sind cool. Spiel, ja, Mantax. Mantax. Dann werf ich unseren Hyperball hin. Los. Ich habe den Hyperball umgebracht. Mann, das. Wird ein neuer Atrepuxis angelegt. Er schwimmt frei im Meer und frisst alles, was ihm ins Maul schwimmt. Sein gesamter Körper ist rau. Nein. Möchtest du Mantax ein Spitznamen angeben? Reichen, aber dann nehme ich den diesmal. Den haben wir schon, Ich bin mal kurz gucken. Bis gleich. So, ich habe einen Namen. Dieser Name, auch vielleicht in das Spiel. Der ist relativ neu bei mir dazugekommen. Und ich werde ihn jetzt. Ich werde einfach mal das Mantax nach ihm benennen. Ich weiß nicht genau, ob er es will, aber mir bleibt keine andere Wahl gerade. Denn. So, wo sind die Zahlen? Pokémon keine Zahlen? Naja, dann nehme ich mir die 1. Die I als 1. Aus. So. Ja, ich nenne ihn mal so. Mir fällt gerade keiner ein. Sonst. Ausrein wurde auf Bills PC übertragen. Yay! Du gleitest so elegant auf deinem Pokémon dahin. Ja, ich habe eigentlich ein Tami, aber naja, egal, wir spielen mal mit König. Level 28 und Goldini. Tschüss.
Nein, Leon ist tot. Ich bin geschlagen, in die Flucht geschlagen, Bitch. Nein, eigentlich will ich dich nicht Bitch nennen. Du bist entkommen. Nein. Ich habe so viel Panik, ich kann nicht mehr, Wie sieht's aus? Das ist lustig. Siehst du diese Inseln, die von den Strudeln blockiert werden? Dort gibt es bestimmt ein Geheimnis. Yevgeny mit Balderfisch. Balderfisch ist ein sehr komisches Pokémon, finde ich. Na gut, es ist ein Tintenfisch, eindeutig nachempfunden, aber... Nein, nicht der Lärm. Was ist das Geheimnis deiner Stärke? Ich habe... Tiragox mit einer Prise Happy, und deswegen ist es das Geheimnis meiner ultimativen Stärke. Wo muss ich eigentlich hin? Ich hab keine Ahnung von dem Spiel. Warum mache ich das Let's Play überhaupt? Nachts sammeln sich Sterne und Nahre des Wasseroberfläche. Padadam. Gerda sitzt. Miau. Miau. Wir waren von einem Zap. Nein. Oh yeah. Nein. Meine. Wir haben noch Tammy. Oh verdammt. Hast schon wieder gewonnen. Nee. Ich bin wieder weg. Nee. Wir haben Streit. Und noch eins. Was ist denn möglich? Das hat... Das... Warum sind die alle stärker als ich? Und, nein. Ich will nicht kämpfen. Denke wie meine Oma. Weil mein privates Detail bekannt geben. Starmir. Starstar. Du bist ausgeholt als ich. Verdammt. Ich hasse dich, du Scheiße. Warum immer Tentoxa? Tentoxa ist cool, aber nervt gerade ein wenig. Ein klein wenig. Karin mit dem Pokémon mit der pornösen Pornostimme. Ja, noch eins. Bam! Kannst du mal sehen? Ist es so richtig? Ach, geh bitte noch tiefer. Nein, nicht pervers denken. Ich will weg. Verdammt. Wir sind in einem Monat City angelangt und dann wird Sterne rüstig aus. Ich will hier weg. Nein, lasst mich entkommen. Oh, ja. Wir sind da und wir müssen erstmal unsere Pokémon angehen. Und dann gehe ich Medizin holen und dann lasse ich, glaube ich, nie das machen. Ich gehe ein bisschen stärker. Guten Abend, du bist spät dran. Willkommen im Pokémon Center. Wir haben das Pokémon und machen sie wieder fit. Ja, da, bitte. Und lass mich mal da rein. Danke, deine Pokémon sind wieder Tappi Fitti. Familie zeigt wieder vorbei. Die Trainer in der Pokémon Arena sind richtige Schlägertypen. Wenn ich dort rumstehe, schnappen sie mich. Ein Tipp: Der Leiter setzt gerne Kampf-Pokémon ein. Du solltest ihn mit Psycho-Attacken überraschen. Besiege seine Pokémon und bevor sie ihre Kraft einsetzen können. Und die Felsen in der Mitte der Pokémon-Arena? Räume sie aus dem Weg, denn sonst wirst du den Arena-Leiter nie erreichen. Hast du dich verschoben? Verlasse die Pokémon-Arena. Ja, okay. Hast du auch schon den Pokémon-Maniac getroffen?
Er gibt immer mit seinen seltenen Pokémon an. Ach, das ist nicht in Ordnung. Ich liebe es, mit meinen trainierten Pokémon anzugeben. Du etwa nicht? Ich werde einige Kämpfe bestreiten, um mit meinen Pokémon anzugeben. Oh, ihr seid ja alle so verschmitzt. Wo ist denn diese komische... Also da ist schon mal die Arena, aber ich suche ja dieses Haus da mit der Medizin. Hm? Fotostudie von einer Moon City. Machen Sie einen Schnappschuss zur Erinnerung. Okay, ich glaube, das machen wir eben kurz. Weil ich irgendwie Lust drauf. Deine Pokémon sind großartig. Wie wär's mit einem Foto als Souvenir? Okay, und jetzt sag Tschüss. Welches Pokémon soll ich fotografieren? Lea, Schoko. Okay, beweg dich nicht. Drucker Fehler 2. Lies das Gamer Printanenbuch. Abbrechen Zweig. Kein Foto, schau mal wieder vorbei. Ja, das haben sie nämlich verbessert. In den DS-Versionen konnte man das nämlich einsehen. Aber das war schon mal ein nettes Gimmick, dass man Fotos ausdrucken konnte. What the fuck? Hä? Swicune! Yo, Windpicker, ey! War das halt eben nicht Swicune? Ich habe nur einen Blick riskiert. Aber ich dachte, ich hätte Swicune auf den Wellenrädern sehen. Swicune ist schön und fabelhaft. Es ist wohl eher über die Wellen gehüpft. Und es rennt durch Städte und Straßen mit wahnsinniger Geschwindigkeit. Es ist wundervoll. Ich möchte Swicune von nahem sehen. Ich habe mich entschieden, ich kämpfe wie ein Trainer, um mir Swicunes Respekt auf Wingpicky. Lass uns kämpfen. Oh nein, ein Kampf. Mistige Eise. Finale! Finale! Wuhu! Oh, ich hab's wenigstens besiegt. Yeah, ich hab's besiegt. Los! Falsches Pokémon. Nein. Ich will dahin. Ja, gut. Obwohl, nee, Flugkip ist normal. Nein, nicht Flug. Flug ist nervig. Ja, stimmt. Und ich war ja effektiv auf Geist. Wichtiger als den Set. Ja, ich möchte gerne wechseln. Jetzt kannst du. Ich hasse es, das zuzugeben, aber du hast gewonnen. Du bist Wahnsinn, Twinkpicky. Darum sind dir Pokémon so zugetan. Jetzt weiß ich's. Ich werde weiter nach Swicune suchen. Ich bin mir sicher, dass ich ihm eines Tages begegne. Man sieht sich. Okay, Leute, ich denke, wir werden in diesem. Dieser Part ist jetzt zu Ende. Wir sehen uns im nächsten Part. Übernächsten Part von Pokémon Kristall. Ich werde jetzt wohl noch Diamant aufnehmen und wir sehen uns dann. Ciao und bis dann. Ja, ciao.